Im folgenden Beitrag möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Microsoft Dynamics NRV 2016 Zugriffsberechtigungen erstellt und managen kann. Dazu bin ich als NAVAX 1 der User als Systemadministrator angemeldet und ich möchte für meinen Kollegen NAVAX 2 Berechtigungen definieren, damit er Einkaufsbestellungen erstellen kann. Dazu gehe ich in den Bereich der Berechtigungen und erzeuge hier eine neue Rolle. Einkaufsbestellungen. In dem Bereich kann ich auch die Zugriffsrechte steuern. Was heißt das? Hier wird definiert, auf welche Tabelle, Maske, Reports etc. der Anwender zugreifen muss, um den entsprechenden Aktionen ausführen zu können. Beziehungsweise kann man hier nochmal auf Objektebene steuern, ob er lesen, einfügen, bearbeiten, löschen oder ausführen darf. Da dies eine sehr mühsame und spezielle Arbeit wäre, gibt es hier eine tolle Unterstützung, nämlich dass man hier die Berechtigungen aufzeichnen kann. Ich werde dazu auf Start gehen und das System beginnt nun meine Mausklicks entsprechend aufzuzeichnen. Das Einzige, was ich nun machen muss, ist eine Einkaufsbestellung erstellen. Dazu gehe ich in die Bestellabwicklung, Bestellungen, erzeuge hier eine neue Einkaufsbestellung, klicke ich mich mal entsprechend durch, wähle einen Lieferanten aus, mache in der Zeile eine Artikelauswahl, Menge. Ich darf auch noch Preise ändern und gebe diese Bestellung frei. Genau diese Aktion soll auch mein Kollege machen dürfen. Ich bestätige das noch und kann dann in der noch offenen Maske das Ganze wieder beenden. Und nun werden automatisch sämtliche Tabellen, die dazu verwendet werden, mit in diese Rolle übernommen. Das ist einmal die eine Funktionalität. Das zweite ist, dass hier nicht nur die Tabellen der Einkaufsbestellung, sondern auch die dazugehörigen Tabellen mitdefiniert gehören, wenn man zum Beispiel in die Artikeltabelle mit abtauchen möchte. Und dazu gibt es eine wunderbare Funktion, dass man hier zumindest die Leseberechtigungen schon mal automatisch hinzufügen kann. Ich möchte das für meinen Einkaufskopf machen und zugleich auch für meine Einkaufszeile. Somit werden alle dazugehörigen Tabellen gleich mit übernommen und ich habe nun eine neue Rolle definiert, die so heißt Einkaufsbestellungen. Was ich jetzt noch machen muss, ist, dass ich diese Rolle meinem Benutzer NAVAX 2 zuweisen möchte. Dazu gibt es hier auch eine neue Möglichkeit, das Ganze über Benutzergruppen zu machen. In meinem Fall ist der Anwender NAVAX 2 der Benutzergruppe Einkauf zugewiesen. Das heißt, ich brauche jetzt nur mehr hier die soeben erstellte Rolle raussuchen, weise es dem Team Einkauf zu und somit ist als Administrator für mich die Sache erledigt. Man sieht hier, dass der Anwender zusätzlich die Basisrolle beinhaltet, das sind im Prinzip Systemdateien, Tabellen, damit er das System überhaupt ausführen kann. Somit sollte das Ganze entsprechend erledigt sein. Ich werde jetzt NAV starten als NAVAX 2. Das Systemstart hat einmal funktioniert. Was ich jetzt noch machen möchte, ist im Bereich Bestellungen eine neue Bestellung anlegen. Kann man überprüfen, ob ich das auch kann und darf. Klicke ich mich mal schnell durch. Und diese Bestellung möchte ich noch freigeben. Soweit alles erfolgreich, damit man auch sieht, dass Berechtigungssätze hier greifen,
Bereich Debitor ist mir untersagt, dazu habe ich keine Berechtigung. Das heißt, ich habe dem User jetzt wirklich nur den Bereich für Einkaufsbestellungen ganz schnell und einfach aufgrund vom Aufzeichnen erzeugen können.